Und mir fällt mein Herz auf. Bleib drin. Lol, Raichu, willst du mich verarschen? Mein fertig. Nee, lass mal. Ich bringe meine Theorie ein. Und ich sage, dieses Raichu wird explodieren. So, wer ist denn hier der Arena-Leiter? Ich habe aber Angst. Das und es ist Leiter Buzeninho. Das Raichu hat gerade meine 40, Theorie okay. In die Luft gejagt. Das ist Mr. T ganz gut. Ja, lol, hör halt auf. Lol, das Reitschen macht nur verstärkt seinen Fokus. Ich greife den die ganze Zeit Stampf an und er verliert seinen Fokus. Und kann nicht angreifen. Yes, so nice! Das stirbt gerade. Ich bring das um. Es macht schon wieder Azumere. Fokus. Okay. Stampfer, tot. Als nächstes wird Juba in den Kampf geschickt. Ah, oh, warte, meine Freundin ruft an. Ach, Azumarill kann Erdbeben. Interessant. Ja, Schatz. Danach kommt Schad. Wer war gerade da? Kannst du bitte aufhören, mit deinem Opa zu reden, wenn du mit mir redest? Akani. Ach du Scheiße. Leg ich nämlich auf. Nur Eisattacken, ey. Weil ich muss Robby reinholen. Kopfnuss. Alter, sieht Akani einfach nur episch geil aus. Mhm. Okay, das ist zu mighty. Das kriege ich so nicht down. Dann probieren wir einfach mal so eine Geschwindigkeit zu senken. Eben schreiben können. Ich hab auch nicht mehr. Ja Leute, ich bin gerade etwas konzentriert. Der Ryu ist gerade abwesend, aber Sakani macht nur Turbo-Tempo von dem Buzinho oder wie er auch heißt. Er nur Turbo-Tempo macht. Also Big Bang und Bum-Bum kann ich nicht reinschicken. Mr. T macht da guten Schaden. Aero-Boss würde auch guten Schaden machen. 91 und du machst 110. Ich weiß nicht, was der kann. Ich hole Aeroboss zum Scouten ein. In Ordnung, ich fahre damit doch eh kaum irgendwo hin. So, Aeroass. Und, ein Flammenwurf. Alter, wie viel Schaden der mit einem Angriff macht. Oh, ein Turbo-Tempo, nein! Schwalbos ist tot. Alter, hast du. Hat mein. Ja, mein. Sumo hat Speckschicht, das ist gut. So, jetzt mal Mogelhieb. Toll. Alter! Turbo-Tempo, mega Hit, ey. Fuck. Ich glaube, das habe ich verloren. Ich habe, glaube ich, nichts, was ich jetzt zum super gegenheilen. Ich habe einen Hypertrank, aber den will ich nicht benutzen. Komm. Knirscher, wow. Voll effektiv. Abschlag. Abschlag haut wenigstens. Abschlag haut seine Überreste weg. Das machen wir als erstes. So, Überreste. Meine Fresse, ey. Ja. So. Ich höre dir. Duran? Alter. Ja, meine Fresse. PS, Ryu hat jetzt keine Freundin mehr. Ruf an! Wo ist der kein Surfer? Yeah, als ob. Seit wann kann ein Arcani Surfer? Ich kann keine schreien. Das ist auch scheiße. Warum kann mein Jugon kein Vieländer? Aber der trifft aber auch nicht ein einziges Mal, das ist mega witzig. Jetzt ist mein Hariyama schneller als ein Akari. Ist nicht effektiv, was ist denn hier los? Nebenher bin. Hariyama. Dein Sperma ist schneller als Akari und das soll schon mal heißen. Oh, schade. So, der wird jetzt 100 pro wieder heilen, ich sag dir, ey. Mach jetzt einfach Überwurf. Der heilt nicht, okay. Jugong ist ganz schön tanky. Ah! So, ich werde jetzt mein Energiegetränk trinken. Ibitak. Ibitak? Bum bum, your turn. Ibitak sollte nichts machen. Oh, lol, Ibitak hat einen neuen Sprite gekriegt. Wie geil sieht der denn aus?
Eisenabwehr. Was? Okay. Fettes. Das. Glitch. Bug. Leck's mir am Arsch Game ever. Ibitak. Ich wiederhole es, um den ganzen Ausdruck zu verleihen. Ibitak. Macht gerade Schaufler! Ja, hab ich verstanden. What the fuck? Wie macht ein Ibitak denn bitte Schaufler? Spast. Ja, ich mach einfach jetzt Eisenabwehr. Ich spam mich jetzt mit Verteidigung hoch. Ich werde das Ding so vernichten, ne? Ich habe gerade ein episches Wickelduell gegen einen Yugong. Ja, mit Judo-Puppe brauche ich den nicht angreifen. Und Hope kann leider keine andere Schadensattacke außer Wickeln sonst noch. Wenn er wenigstens Giftstachel könnte, so, ich die Chance zu plus 6 Sau. Headbutt. Jetzt sollte es... Weil ich greife einfach mal mit Judo-Puppe an. Lol, das macht mehr Schaden. Lol, er kontert mit Ampelleuchte. Was ist Ampelleuchte eigentlich für eine Fähigkeit? Ist das Eis? Lol, wieso kann der... Zwei Käferattacken, Regi, was ist... Ja, natürlich hat Maike Kumu-Milch, was denn auch sonst? Oh nein, Hubert! Das wird wieder ein Kampf, Scheiße. Der sich wieder über mehrere Runden strecken wird. Aber der dritte Arenaleiter hat nicht komplett Überreste verteilt. Oder Regi hat es nur vergessen. Warum macht er denn jetzt wieder so viel Schaden? Ist doch alles buggy. Oh, jetzt habe ich mich vermisst. Wickel macht einfach keinen Damage. Nein! Volltreffer! Scheiße! Jetzt fängt er mit Surfer an. Dem geht der AK aus. Mr. T, komm rein. Bist du schneller als Ibitak? Du bist im Leben nicht schneller als Ibitak. Leute, ich kann die Verteidigung nicht weiter senken. Oh mein Gott. Ich würde sagen, töte dieses Ibitak. Der heilt. Pass auf, ich will jetzt einfach mal einen Trank. Ich sehe schon, komm, der Eisstrahl friert mich der gleich der letzte ein. Flammenwurf, den dieses scheiß Arcani gemacht hat, hat mein Sumo auch am Ende verbrannt, ey. So, Ibitak ist auch down. Mr. T will Schnarcher erlernen. Hör auf, du kannst nicht mal Erholung. Oh Gott, Magma, das kann nicht sein. Ich hab nichts mehr gegen Magma. Big Bang? Wie kann Wickel da. Er hat noch zwei Pokes! Ja. Das Ding hat Feuersturm! Alter, ich muss mein Sumo hochheilen. Ah! Ja, und Feuersturm trifft natürlich, ist Big Bang tot. Sumo, komm rein! Was soll ich mit Sumo machen? Ich gehe jetzt auf Abschlag. Hör auf, dich zu heilen, du Slut! Viel zu oft. Wie oft hat Maike Kumu Milch? Alter, das kann nicht sein. Und ich kann die Verteidigung von dem auch nicht mehr senken. Es geht einfach nicht. Und ich kann nur noch neunmal Wickel machen. GG. Wie soll ich die denn noch down kriegen? Oh, und jetzt kann das Magma Solarstrahl. Ich glaub's nicht. Boah, Regi, ganz im Ernst, man kann es mit dem Schwierigkeitsgrad auch ordentlich übertreiben, Junge. Man dauert nicht mehr lange, oder Jugend kann nur noch Verzweifler machen. Ich sehe das schon kommen. Ja, ich habe nur Hydropumpe und Wickel als Schadensquellen. Und alle anderen Pokémon würden geone-shottet werden von Surfer oder Eisstrahl. Aber das Lustige ist, von meinen drei Hydropumpen oder vier, die ich bis jetzt gemacht habe, hat jede getroffen. Wirklich sehr nice. Und ich warte noch darauf, dass mich Yuong einfriert. Ich warte da echt nur drauf. Ich höre, wenn die jetzt noch ein einziges Mal... Wenn jetzt noch ein... Natürlich hat sie drei Kumu-Milch! Warum hat der denn Flammenkörper? Das ist einfach nur lächerlich. Ich habe noch achtmal Wickel... Oh nein, das kriege ich im Leben nicht mehr down. Wie kriege ich das denn weg? Mit welchem Punkt soll ich das denn umklatschen? Sumo. Gest-
kann ich dir nicht sagen. Ich bin gerade selber am Verzweifeln. Ich habe auch keine Lust mehr gegenzuhalten. Ich verschwinde gerade alle meine Tränke. Der letzte Pokémon hat mich zerrippt. Ne. Man kann in diesem Drecksladen nicht mal Beleber kaufen, ey. Die will einen Hafenbrief haben, den hole ich dir mal eben. Ja, mit Hydropumpe weggestompt, die Scheißkotze. Aber ein Pokémon hat sie noch. Ein Giflor? Seriously, Bitch? Ja, da habe ich zwei Pokémon, die da effektiv gegen sind. Ich fick die weg. Giflor, Giflor! Eine Mutter Giflor! Hier, friss meine Glut, du Fotze! Danke für Sonnentag, du Schlampe! Ja, jetzt fick ich dich richtig mit Glut weg. Alles easy. Entschuldigung. Alter. Natürlich hat die Matschbombe. Du schäbiges Slut, ein Treffer noch und du stirbst. Hör auf mit deinem verfickten Überrest, ich bring dich um. Ja, natürlich war diese Matschbombe jetzt ein Volltreffer, hab ich auch jedes Mal. Okay, Eisstrahl. Ah! Natürlich kann ein Giflor Flammenwurf. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Hier, Volltreffer, weg mit dir, du Fotze. Was ist das bitte? Regel, du Spasti, Junge. Komm auf dein verficktes Leben klar. Du gib deinem Giflor einfach random einen Flammenwurf. Ey, das ist doch einfach nur dumm. Boss, Mippo, verpiss dich. Plan B tritt in Kraft. Nee, Plan Z, Entschuldigung. Ich lasse jetzt Plan Z in Kraft treten. Was hast du jetzt für Probleme? Weg. Plan Z besagt, ich überarbeite mein Team jetzt komplett. Weg. So, ich will zwei Plätze schon frei. Ursaring bleibt wegen seiner Angriffskraft im Team. Hariyama ist eigentlich von einem, als Kampf-Pokémon nicht schlecht. Hat auch einen guten Angriff. Schwalbos ist eigentlich scheiße. Weil er nur Flugattacken kann. Und man das Drecksding nicht gebrauchen kann. Verpiss dich, Schwalbos. Ja, Yugong bleibt. Yugong ist halt Starter. So, ich glaube, ich nehme Dratini ins Team. Da habe ich am Ende Dragoran, was fliegen kann. Jetzt habe ich noch zwei Plätze frei. Jetzt werde ich auf die Suche gehen nach Pokémon. Ich hab, es reicht. Es ist einfach. Das bringt nichts. Du musst fast hier mit Viechern rumrennen, die legendäre Sachen haben, oder was? Ey! Fick dich, Voltenso! So, Mediti ist Quatsch, Duflo ist Quatsch, Rihorn ist Quatsch, Rettern ist Quatsch, Tangela ist Quatsch. Die drei sind weg. Wir gehen jetzt fangen. Wenn überhaupt was Anständiges hier rumläuft, ey. LOL! Fick dich, Planas, hat meine Hydropumpe abgewendet. Ich könnte. Natürlich, angeln. Der Kapalobus. Allerdings müsste ich dann meinen Yugong ablegen und das ist Quatsch. LOL, das hat ja kaum Schaden gemacht. So. Alter, und sogar Kapalobus ist mit Schnabel fast One-Shot. Kapalobus ist ja auch Pflanze Wasser, ne? Ich weiß, deswegen greife ich ihn ja mit Schnabel an. Alter, ich fick die Elektro-Pokémon einfach alle mit Hydropumpe weg. Die werden für alle die gerne kritisch sind, hier oben in dem Tunnel sind eindeutige Bugs. Map-Bugging.